Kinder, ist das nicht ein tolles Wetter hier? Ich glaube, wir haben knapp 30 Grad hier im Play Kreta. Einfach nur wunderbar. Schaut euch diesen Aquapark hier doch einfach mal an. Was für ein tolles Schwimmbad. So viele Leute, tolle Rutschen. Also einfach nur klasse. Also ich werde direkt hier unser Lager aufschlagen. Decken habe ich ja dabei. Komm, Julian, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, ab ins warte, Wasser. Warte. Komm schon. Anna, ich will aber nicht so ins Wasser. Guck mal, wie ich aussehe. Das ist sowas von peinlich. Wie konnte mir das so passieren? Ach, Julian, ich weiß gar nicht, was du hast. Die Badehose ist doch gar nicht so schlimm. Also, Julian, jetzt stell dich nicht so an. Du hast diese Badehose selbst eingepackt. Ich mag Julian, das aber nicht. Glaub mir, andere Kinder haben auch so eine das Badehose. Das haben nur so alte Männer immer an Hauptsache, und so. Hauptsache, wir rutschen jetzt. Ach, Mann. Guck doch mal, Papa hat sogar eine vernünftige Badeshort an. Oh, Mann, und ich muss mit so einer Hose und mit so einem Unterhöschen rumlaufen. Das ist voll peinlich. Oh, Julian, jetzt mach hier nicht so eine Szene. Immerhin hast du diese Sachen selber eingepackt. Du wolltest dir ja nicht helfen lassen beim Kofferpacken. Oh, ja, ist ja gut. Ich komm schon. Aber ich kann nicht so schnell gehen. Oh, Julian, was meinst du damit? Das dauert mir alles viel zu lange. Wir müssen ins Wasser. Oh, Hanna, guck doch mal. Ich hab Flossen an. Und so, wenn ich jetzt vorwärts gehe, dann stolper ich die ganze Zeit. Und das ist dann doppelt peinlich mit diesem Unterhöschen hier. Och, Julian, siehst du hier irgendwo Wasser? Das ist doch erst da hinten. Zieh dir die Flossen aus. Lauf zu Fuß dahin und dann zieh dir da hinten die Flossen wieder an. Du bist doch viel zu langsam. Ja, ist ja gut. Ist schon okay. Also können wir als erstes vielleicht auf die Rutsche? So, und während die anderen beiden rutschen gehen, creme ich dir erstmal das Gesicht ein. Nicht, dass du dir einen Sonnenbrand holst, Emma. Oh, Mama, ich kann das gar nicht leiden. Ich mag das nicht. Da bin ich so glitschig wie ein Fisch. So, ich glaube, so ist gut. Ich meine, das müsste reichen. So holst du dir auf jeden Fall keinen Sonnenbrand. Oh, Mama, ich kann gar nichts sehen. Und ich habe, glaube ich, Creme im Mund. Ach, Emma, das war nur ein Scherz. Das müssen wir natürlich noch verteilen. Einen Moment. So, und jetzt ab ins Wasser mit uns. Da hinten ist ein Babybecken. Da gehen wir jetzt rein. Macht ihr hier ruhig das Freibad unsicher. Also ich entspanne mich mal hier eine Runde und freue mich ein bisschen. Emma, guck doch mal. Da ist auch noch ein anderes kleines Kind in deinem Alter. Hm? Hallo, ich bin Emma. Du auch hier? Oh, hello, that's my sister. Oh, na klar, also wir sind ja hier auch nicht in Playmobil City. Okay, da muss ich wohl dolmetschen. Wird schon irgendwie gehen. What? I don't understand. Mama, ich weiß nicht, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, dass sie dich nicht versteht, Emma. Sie spricht eine andere Sprache, aber ihr werdet euch schon verstehen irgendwie. Wollen wir Freunde sein? Wir können zusammen schwimmen oder planschen. Oh, Hanna, beeil dich doch jetzt mal. Ich bin hier schon oben. Hallo. Ach, Julian, stress mich doch nicht. Wir sind im Urlaub, ich komme ja schon. Das gibt's doch wohl nicht. Der Junge da oben hat doch Flossen auf der Rutsche. Keine Flossen auf der Rutsche, hast du gehört? Keine Flossen auf der Rutsche. Boah, Hanna, bist du langsam. Das gibt's doch gar nicht. Wie so eine Schnecke. Also ich wäre mit Flossen ja eher hier oben gewesen, als wenn ich den an den Füßen hätte. Julian, hörst du gar nichts? Die Bademeisterin meint dich. Keine Flossen. Du darfst die Flossen nicht mit auf die Rutsche nehmen. Ach so, meint die mich? Okay, ja, ich brauche die hier oben sowieso nicht. Ich dachte nur, die will dann jemand wegnehmen oder so. Deswegen, okay. Ich schmeiß die einfach hier runter. Hey, Vorsicht da unten! Julian. Flossen kommen! Aua! Oh Mann, hast du dir wehgetan? Da kam eine Flosse von oben geflogen. Nein, das tat nicht weh, aber jetzt haben wir Flossen. Wie cool ist das denn? Oh, klasse, die passen mir wie angegossen und dir bestimmt auch. So, Platz da unten. Jetzt kommt hier der schnellste Rutscher aller Zeiten. Julian, wo kommt? Julian, warte unten auf mich. Ich kann doch nicht rutschen. Der Oktopus, der schläft noch. Es ist cool. Ja, jetzt darf ich. Komm aus dem Weg. Ich komme. Ja, ist ja gut. Sind das nicht meine Flossen? Hey. Wuhu, rein ins Wasser. Hey, du. Hey, dich meine ich, dich. Her mit meinen Flossen. Was soll das heißen, deine Flossen? Die haben wir gefunden. Meine Schwester hat dir einen Kopf bekommen. Was? Ich war das aber nicht. Nee. Also, ich habe gesehen, wer das war, aber das sind meine Flossen. Her damit. Oh Mann, das riecht nach Ärger. Julian macht schon wieder Stress. Julian. Oh, jetzt zieh die Dinger aus. Die gehören nicht dir. Die hat mir Papa gekauft. Oder ist dein Papa mein Papa? Oder mein Papa dein Papa? Nein, ich glaube nicht. Also. Oh, was ist denn da los? Gibt's hier ein Problem? Hey, was ist denn? Wer hat jetzt die Flossen an den Kopf gekriegt? Ist mir auch egal. Ich will jetzt meine Flossen zurück. Ist das ein Zwillinge oder was? Ja, sind wir. Wir sind Zwillinge. Und dafür, dass du die an den Kopf geworfen hast, behalten wir ja, deine Flossen. Genau. Also Leute, so geht das nicht. Das ist vielleicht blöd, dass ihr die an den Kopf bekommen habt, aber das sind die Flossen von meinem Bruder und die brauchen wir jetzt zurück. Oh, na gut. Ja, das war zu schön. Schade. Also wo sind wir denn hier? Können wir doch nicht einfach hier die Flossen klauen? Also ich würde das niemals machen, glaube ich zumindest. Ach Julia, du musst auch immer Ärger machen. Du versaust einem hier den ganzen Badespaß. Komm schon. Hey, let's go.
Where is Dad? Oh, okay, he seems to be under the shower. Let's go. Bye-bye, Emma. Ich glaube, die geht. Tschüss. Oh, Mama, die ist jetzt gegangen. Und können wir nicht auf die große Rutsche und ins große Becken, wo Julian und Hannah auch sind? Ach, Emmalein, dafür muss man wirklich gut schwimmen können. Und das kannst du noch nicht. Aber ich habe da noch eine Idee. Wir haben doch noch deine Weste dabei, oder? Passt wie angegossen. Also damit wird dir nichts passieren. Oh, super. Damit kann ich niemals untergehen. Ich bin sowas wie ein Superheld. Oh, ist das entspannt. Ey, was ist hier los? Nicht vom Beckenrand springen. Warum wäre ich denn so nass hier? Ach, Julia, muss das denn sein? Du machst mich hier mit deinen Flossen nass. Also, ich war hier gerade am Entspannen. Oh mein Gott, Papa, das ist ein Freibad. Natürlich wird man hier nass. Hallo Julian, hallo Anna. Guck mal, was ich habe. Ich habe eine Schwimmweste, damit kann ich nicht untergehen. Was? Eine Schwimmweste, mit der man nicht untergehen kann? Die brauche ich. Aber vorher möchte ich das noch einmal testen. Mal gucken, ob du wirklich oben schwimmst oder doch untergehst. Julian, komm nicht auf die Idee, deine Schwester unterzugluckern. Ich doch nicht. Hä? Untergluckern? Das klingt lustig. Lass uns das machen.